In dem heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr die Dunkeloperation Visitenkarte befreit freischalten könnt. Hierbei müsst ihr normalerweise das Easter Egg in unter 30 Minuten beenden, aber es gibt einen kleinen Trick, wie ihr euch so viel Zeit lassen könnt, wie ihr wollt. Und zwar müsst ihr hierfür erstmal natürlich alle Easter Egg Schritte machen, Leute. Falls ihr nicht wisst, wie das Easter Egg funktioniert, habe ich in der Videobeschreibung ein Video dazu verlinkt, wo ich euch erkläre, wie ihr das Haupt-Easter Egg abschließt. Wenn ihr dann soweit ready seid, Leute, müsst ihr einfach auf Option klicken und dann den Spielstand abspeichern. Warum auch immer ist es aktuell so, dass wenn ihr den Spielstand abspeichert und danach wieder über den abgespeicherten Spielstand in das Game joint, ist der komplette Spieltimer zurückgesetzt. Das heißt, auch wenn ihr vorher 5 Stunden gespielt habt, ist das so, als wäre das jetzt wieder die erste Sekunde, wo ihr anfangt zu spielen. Und noch ein kleiner Tipp, Leute, ich würde an eurer Stelle erstmal diese Runde überspringen, weil ihr könnt pro Runde nur einmal das Spiel speichern. Ich habe es ja in der Runde 16 gemacht und wenn ich jetzt in den Bossfight gehe, kann ich das nicht mehr speichern. Ihr müsst das am besten so machen, dass ihr dann noch eine Welle überspringt, weil falls es im Bossfight etwas schief läuft, könnt ihr nochmal zur Not das Spiel speichern und in der nächsten Runde wieder neu anfangen. Das war's dann auch mit dem Video, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da und schreibt in die Kommentare. Und wenn du in Zukunft nichts mehr verpassen willst, lass jetzt ein kostenloses Abo da und aktiviere die Glocke, damit du immer auf dem neuesten Stand bleibst. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Ciao.